Also ja, eine Todeswand. Dahinter liegt die zweite Hürde. Ein Verteidigungsbunker mit den modernsten Hightech-Waffen, die Hyperion sich leisten kann. Das klingt nicht gut. Hinter dem Bunker wartet die letzte Hürde. Eine Tür, die sich nur für Handsome Jack öffnet. Das ist eure einzige Chance, den Kammerschlüssel zu stehlen und Jack davon abzuhalten, den Krieger zu kontrollieren. Die Zeit wird knapp. Macht, was ihr wollt, aber versprecht mir, was auch passiert, lasst Lilith keinesfalls in meine Räume. Was soll das heißen, verdammt? Wollte sie uns in eine Falle locken, hätte sie das Ganze nicht als praktisch unmöglich hingestellt. Wenn wir die Schlampe killen, bin ich dabei. Falle hin oder her. Wenn jemand sie abschalten kann, dann du. Mach dich auf ins Hyperion-Reservat. Ich glaube, ich weiß, wie die erste Hürde zu überwinden ist. Und noch mehr Nebenquests. Oh Gott, das hat ekelhaft. Wir gehen zufällig bei beiden gleich sowas kriegen. Ich habe in Moxys Underdome zwei Preise gewonnen. Eine Kiste Beute und Moxie selbst. Den zweiten Preis hat mir Jack abgejagt, den ersten ein Dieb namens Carson. Mir egal, ob ich die Waffen wiedersehe, aber falls du sie willst, musst du Carson in the Dust finden. Habe ich jetzt eigentlich alles für Waffen bekommen? Der Vorteil, viele Quests sind hier. Ich bin der Marshall hier in der Gegend. Einer von den Gatter-Vierlingen hat den Jungen da drüben abgeknallt. Ich erinnere dich zum Deputy. Hör dich bei Moxie und Zed um. Und finde raus, welcher von diesen vier völlig gleich aussehenden Dreckskerlen abgedrückt hat. Sonst muss ich alle vier hängen und so viel Zeit habe ich nicht. Stimmt. Der ist wieder so gut wie neu. Aber das kleine Stinktier hat mir zu viel bezahlt. 5000 Pippen. Die musst du doch nicht beschlagnahmen, oder? Puh! Genug gequatscht. Hast du Maxi? Wo willst du jetzt schon? Ja, hin. War ich da nicht eben schon drin? Geht's allen gut? Ich hab ein Déjà-vu. So einer ist vor ein paar Stunden hier reingeplatzt und verlangt einen sicheren Hafen. Ich sagte, ich kann ihm nichts versprechen. Da ist er giftig geworden. Ich musste zu Lobby greifen und ihm ein paar verplatten. Sein Schild hat die ersten zwei Schüsse geschluckt, aber den letzten hat er gespürt. Ich lasse mir doch in meinem eigenen Schuppen nicht drohen. Also vor ein paar Stunden habe ich einen Schuss gehört. Habe ich natürlich ignoriert, bis jemand gekommen ist und mich geholt hat. Ich habe den Jungen blutend auf der Straße vorgefunden, eine einzelne Kugel in der Kehle. Und einen von den Gatterjungs habe ich wegrennen sehen. Sure. Mehr weiß ich leider auch. Du bist tot. Mit blauen Augen natürlich. Was wirst du in dem Moment machen? Okay, wenn du meinst. Tschüss, ihr Arschlöcher! Okay. Das war nicht so schwierig. Die Quest hat irgendwie nicht ganz kapiert, habe ich das Gefühl. Ich hab noch nicht mal alles mitbekommen. Bin aber wohl zu müde dafür. Warte, ach, ich hab ja noch einen Skillpunkt. Du sollst herausfinden, warum sie das Zeug fördern und du sollst sie umlegen. Reihenfolge spielt keine Rolle. Du fragst dich, wieso ich nie selbst ins Feld ziehe. Die Antwort lautet Old Slappy. Ein Thrasher, der mich mal fast getötet hat. Die Wissenschaft fordert, dass ich ihm vergebe, ihn studiere. Mein Rachedurst fordert, dass ich ihn töte. Heute, mein Freund, wirst du der Arm meiner Rache sein. Hier, nimm meine Hand. Wie viele Schlüssel hast du? Ich hab genug. 6500. Wie viel? 6500. Ich hoffe, der Geruch meiner Extremitäten wird. Du verarschst mich. Nein. Platziere meine Hand. Gleich wie YouTube heute. Nein, ist echt so.
Du hast gescheatet. Ja gut, ich konnte nicht widerstehen. Ja, besser als meine. 5000 Euro stand da eben. Warte, ich will meine anderen rausschmeißen. Ja, da hinten liegt er. Das ist ein SMG. Gut. Ja. Alter, hier gut, reicht, du musst sie nicht ausplündern. Du hast zwei Skills für dich. Das ist nicht sowas, was ich brauche. Ja, verkauf's. Bringt aber nicht viel Geld. Es ist der Geldgeil, denn heute rum. Bringt aber nicht viel Geld. Gott. Steck dir eine Banane in dein Ohr. Ah, mir war danach. Stell dich nicht so an. Ich höre noch Kaching, 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 Kaching. Hast du übrigens die Claptrap-Miss überhaupt? Bitte? Claptraps Geburtstagsparty gibt's hier noch als die Best. Ja, und danach werde ich dann langsam mal vom Schluss machen. Ups. Ja, das ist ja noch so ein. Nimm ja deine Faust aus dem Mund. So, was wolltest du jetzt sehen? Das ist hier eine Mission. Was? Das ist mit Claptraps. Geburtstagsparty. Na dann lass mal. Ja. Ja. Hier ist drin ein Teil. Seit wann steht denn hier so ein riesen... ich sag's nicht. Jo, lade Markus ein. Ja gut, ich lade mich immer selbst ein, Kinding. Ich nehm den hier vorne. Hört Maxi. Ah, ich glaube, das ist nicht Markus, ne? Nein, das ist Set. Ne, Scooter. Scooter. Na mein Scooter. Bist du bereit? Bist du ready? Ha, Clappy macht eine Sause. Weißt du, ich würde ja hingehen. Oh, tut mir leid, ich kann leider nicht. Gib Claptrap einen Geburtstagskuss von mir. Aber einen rein platonischen. Nicht, dass er auf dumme Gedanken kommt. Jetzt kommt keiner zu seiner Geburtstagsparty. Irgendwie mies. Das wäre ärgerlich. Du hast bestimmt damit auch immer geheult, wenn keiner kam, ne? Nicht wirklich. Mir kam eh niemand, also. Ups, ich wollte eigentlich nicht absenden, naja, egal. Ja. Bin ich jetzt gekommen und ich gehe zurück zur Party? Machst du heute Party, Claptrap? Wo läufst du denn eigentlich hin? Meins, meins, meins. Komm. Wir müssen zur Birthday Party. Vom Claptrap. Ich hab Pizza und Luftschlang besorgt. Schmeiß den Ghetto-Blaster an und dann geht die Party richtig los. Nein, die Pizza würde ich nicht unbedingt essen wollen. Den Ghetto-Blaster an, oh ja. Yeah. Geile Mission, ey.
Genieße die Party. 2 Minuten lang, ja. Viel Spaß. Ja, er danced. Sag mal, klappt er. Wie alt wirst du eigentlich jetzt? Benimmst du wie ein einjähriges Kind, Junge, auf so zu tanzen. Dann ist meine Oma sogar besser im Krückstock. Also gut, ist ja Unterhaltung. Ist die Party. Komm mit cool. Zur Party. Ich fühle mich sonst weinen Kleptrepp nachher. Batteriesäure. Ja, da kann man ruhig weinen. Aber Batteriesäure ist nicht gut für ihn. Oh, einmal die Sache auf die Kiste, ja, in die Kiste, auf die Kiste, ich gehe in die Kiste, genau. Okay. Was, du willst mit mir in die Kiste, Alter, was zu? Nein, ich will nicht. Na, dann ist weiter, Kleptrappi. Oh. Oh ne, danke. Genieße die Party, ist Pizza. Natürlich, dass die Zeit anhält, ist ja super. Weil du die Pizza essen musst. Hab ich so Bock auf Pizza, Mann. Oh, hab ich jetzt Bock auf Pizza, Mann. Oh. Pizza! Na, Pizza hatte ich schon den ganzen Tag Hunger, aber... Was gab's? Gegrilltes. Krieg langsam hier noch von gegrilltes. Dafür wird nächstes Wochenende wieder gegrillt. Boah, ich geh auch mal auf wie Muffin. Ich glaube, du musst hierher kommen. Genau, Blase, Sora. Gut, gut, gut. Gefällt dir die Party? Immer da. Und was ist mit der geilen Musik? Mit der geilen Musik? Ja, was ist das für Karten, die ich hab? Coole Granaten. Ich glaube, ich habe viel zu viel Pizza gekauft. Dann nimm dir welche mit nach Hause, wenn du willst. Ja, ich will. Das war die beste Party, die ich je geschmissen habe. Erstmal Eigenloben. Alle schön reden. Ich kam zwar niemand zu meiner Party, aber das war immer noch die beste. Ja, wenn du jetzt mal auf Tab guckst und dann in die Quest gehst, mal sechs Mal auf jeden Fall einiges zu tun. Quest ist da. Auf jeden Fall viel zu tun. Ist doch eine ganz. Echt. Wird auf jeden Fall noch lang gehen. Ist doch schön, freut mich. Also, du willst die Nebenmission nicht machen, aber. Hab ich nicht behauptet. Ich hab's auch nicht behauptet, aber. Na, aber hast du jetzt alle. Eben. Du hast mir das machen eben. Du hast es mir eben unterstellt. Jetzt hör auf, da drüber immer zu shoppen. Ich gar nicht. Deine Absage.